Hallo zusammen, hier ist wieder euer Gotti und wir machen direkt weiter mit dem Q&A, kann man das so nennen? Ich beantworte eure Fragen, eure Kommentare und euch gefällt das Format soweit. Insofern supportet mich immer wieder, nicht vergessen, ein Like da zu lassen, ich kündige es hier schon mal an und natürlich schon abonnieren. Das habe ich, glaube ich, noch nie am Anfang des Videos gemacht, bevor ihr es vergesst. Heute werden es wieder 2 bis 3 Fragen sein von euch, die ihr in den letzten vor allem 2 Wochen gestellt habt und wo ich auch schriftlich nicht dazu kam, die zu beantworten. Nach wie vor sei hier erklärt, ich beantworte die meisten Fragen immer noch schriftlich. Wenn es aber komplexe Fragen sind, richtig gute Fragen, die ihr euch da ausgedacht habt und die ihr habt und die sicherlich einen Mehrwert bieten für alle anderen und vor allem Fragen, die sich wiederholen und ganz viele Likes darunter bekommen in den Kommentaren schon, dann mache ich sie ganz gerne auch zu einem kleinen Video. Entweder zu einem kompletten Video, ja, manche Fragen schaffen es auch ganz dazu, sodass es mal ein komplettes Video nur darüber gibt, was weiß ich, über eine bestimmte Übung oder so, über einen bestimmten Sachverhalt oder eben in diesen Videos, wo ich dann auf die Fragen ein wenig näher eingehe. So, und jetzt kommen wir direkt zu der ersten, genug der Ansprache. André Pausch sagt, das hat zwar mit dem Thema, was du ansprichst, gerade nichts zu tun, keine Ahnung, welches Video es war, was ich jetzt ansprechen würde, aber du erklärst gut und du bringst guten Content und ich bin einfach mal neugierig, legst du mehr Wert auf einen stabilen Rücken? Und was hältst du von Stoff, sprich Doping, hast du mal gestofft, würdest du stoffen, wie ist allgemein deine Meinung dazu? Vielen Dank im Voraus, deine Videos machen Laune, gut, dann wollen wir die Laune weiterhin hochhalten. Erstmal bei mir mit dem Energy Drink. Also, 2 ziemlich unterschiedliche Fragen. Ja, ich lege sehr viel Wert auf einen stabilen Rücken. Für mich ist das der Muskel Nummer 1. Nicht nur, weil er tatsächlich bei mir auch am stärksten ausgeprägt ist. Keine Ahnung, ob ich dafür am meisten Talent habe oder einfach da nur am meisten für geackert habe oder so. Aber mein Rücken ist der stärkste Muskel bei mir. Sogar teilweise so, man sieht sich selten von hinten, dass ich mich immer wieder erschrecke, wie ich dann doch noch von hinten aussehe. Erschrecke in dem Sinne, ich sehe mich selbst einfach eher als einen Athleten und nicht als einen richtigen Brocken. Aber wenn ich mich dann teilweise von hinten sehe, jemand mal ein Foto von hinten gemacht hat oder so, dann bin ich doch erschrocken, weil ich erst das gar nicht mit mir in Verbindung bringe und denke, mein Gott, das ist ja ein richtiger, das sieht ja aus wie ein Bühnenbodybuilder in der Offseason oder so. Das ist dann schon seltsam. Das kann ich nicht ganz mit meinem Selbstbild übereinbringen. Es ist komisch, das zu sehen, aber andererseits bin ich natürlich auch stolz drauf. Also insofern, ja, um es kurz zu machen. Der Rücken ist für mich der Primusmuskel, aber nicht nur für mich selbst. Ich denke nicht nur, dass es die ästhetischste, tollste Muskulatur da draußen ist, sondern ist auch die, die eine wirklich tolle Funktion für euch hat. Denn sie schützt euren wichtigsten, im Prinzip Knochenstrang, und das ist die Wirbelsäule. Die meisten kommen tatsächlich auch heutzutage ins Fitnessstudio, Krafttraining, was auch immer, vom Physiotherapeuten, Arzt, wen auch immer, weil sie ihren Rücken trainieren müssen. Sogar viele Profi-Bodybuilder kamen eins dazu, weil denen gesagt wurde, ihr müsst euren Rücken ein bisschen trainieren, also geht mal ins Gym, dann sind sie dabei geblieben und erfolgreiche Bodybuilder geworden. Also insofern, die Rückenmuskulatur ist schon eine der wichtigsten, gerade heutzutage bei den gesellschaftlichen Krankheiten Nummer 1, weil man viel sitzt, im Büro ist und so weiter, ist der Rücken einfach oft vernachlässigt. Insofern, ja, wahnsinnig wichtig, aber das heißt natürlich nicht immer nur, dass man sie ausschließlich trainieren soll oder stärker als die anderen trainieren soll. Es kommt automatisch mit, wenn man vor allem einen gewissen Ehrgeiz hat, dass man die anderen Muskeln ebenso trainiert. Und dann kommt auch ganz schnell mit dem Rücken sowieso der Bizeps eben mit, ein Teil der Schultern mit. Dann möchte man aber auch die Brust und den Trizeps und die Antagonisten sind dann eben auch wichtig mit trainieren. Und natürlich nicht zu vergessen auch die Beine. Immer wieder spreche ich mich zwar dagegen aus, dass man sich zu einer Doktrin verpflichtet fühlt, du musst das und das trainieren, wenn du das trainierst. Nein, ihr könnt natürlich euren Körper bilden als wie eine Skulptur. Das ist ganz euch überlassen. Bis zu einem gewissen Punkt, wo es natürlich ungesund werden kann, aber der ist bei weitem nicht erreicht, wenn ihr das Ganze irgendwie halbwegs vernünftig macht. Und wenn es da draußen welche gibt, die sagen, ich trainiere die Beine nicht so gern, mein Gott, dann steht dazu und lasst euch nicht von all den Leuten, oh, hast du keine Beine, bist du weniger wert und kein richtiger Bodybuilder. Herrje. Die haben doch einfach nur, sind doch nur neidisch auf euren Oberkörper, wollen nicht irgendwie nur diskriminieren, damit sie besser dastehen. Also macht euch da keine Gedanken drum, aber ja, der Rücken ist wichtig, stark, toll, geil, einfach pumpen. Das zweite, die Doping-Sache. Was ich darüber denke, also selbst nie. Muss allerdings sagen, dass ich, wie jeder andere, der ehrgeizig dabei ist, immer drauf geschielt habe. Immer wieder gesehen habe, was Leute damit erreichen, hatte auch nie ein Problem damit bei anderen. Und weil ich selbst Hardgainer war und es deshalb wirklich schwer war für mich aufzubauen, habe ich immer wieder gedacht, ab einem gewissen Punkt soll ich nicht, soll ich nicht. Dann hat aber rechtzeitig mein Reiseleben begonnen. Und dann hätte es sich sowieso nicht gelohnt, denn ich habe nur noch 2x 2 bis 3 Monate im Jahr trainiert.
und dann macht das wenig Sinn. Und das ist auch zum Großteil meine Einstellung dazu. Wenn ihr ein großes Talent im Bodybuilding habt und das lernt ihr kennen, indem ihr am Anfang ganz normal trainiert und ihr merkt plötzlich, ihr seid ehrgeizig dabei, ihr macht eure Hausaufgaben, ihr lernt viel, ihr habt fleißig meinen Channel abonniert und alles aufgesaugt, ihr lest Bücher darüber, ihr kennt euch wirklich aus und euer Körper reagiert. Er reagiert nicht nur damit, dass er wächst, sondern er reagiert damit auch, dass er schön wächst. Ihr habt eine gute Genetik dafür. Und ihr kommt immer weiter rein und denkt irgendwann, soll ich mal auf die Bühne gehen? Viele sagen euch schon, ihr habt Talent und ihr macht das jetzt schon seit 2, 3, vielleicht sogar seit 5 Jahren. Dann ist es sogar klug, damit anzufangen. Und jetzt muss ich sehr vorsichtig sein, denn das kann natürlich auch sehr leicht in die Hose gehen. Ihr dürft das immer nur mit Ärzten machen. Ich würde es euch nicht empfehlen, das zu tun, aber das ist ein Schritt als Profisportler, den man da machen kann. Und das Endresultat ist oft, wenn man es richtig macht, klug macht, mit Köpfchen macht, immer kontrolliert und rechtzeitig natürlich dann auch die Reißleine zieht und abbricht, wenn es nicht funktioniert, weil das ist auch noch eines der Talente, die man in dem Sport haben muss. Man muss das Zeug auch abkönnen. Man muss es vertragen und das über viele Jahre. Wenn all das gesetzt ist, cool, dann kommt ihr auf ein Next Level und dann könnt ihr es schaffen, als Profisportler mit 35 ausgesorgt zu haben. Ihr habt tolle Social Media Kanäle, die gut laufen. Ihr habt eine gute Bühnenpräsenz. Ihr habt vielleicht ein paar Wettbewerbe gewonnen. Ihr seid Profisportler. Und viele Leute, guckt euch die Großen an, wie Jay Cutler und so weiter, die haben daraus ihr Leben gestaltet, sind jung, reich und haben es geschafft. Aber die haben es immer klug gemacht. Das waren nicht die Typen, die dann einfach nur das aus Hobbygründen gemacht haben, aus Ego-Gründen gemacht haben und mit hochrotem Gesicht als Türsteher für 6,50 Euro die Stunde irgendwo vor einer Disco gelandet sind. Das sind für mich die Verlierer. Die machen das, werden süchtig danach, wollen einfach nur Fleischmassen draufkriegen, oft noch nicht mal besonders qualitativ, haben von dem Training recht wenig Ahnung, aber stoffen sich zu. Und das ist natürlich nicht so das Ding. Das heißt, ich bin tolerant, ich bin offen dafür, halte es sogar manchmal für den Next Step und dann ist es gut. Aber das im Breitensport zu machen, das als Hobby zu machen und das einzugehen, da muss man sich oft fragen, will ich das nur, weil ich gerade mit mir selbst Probleme habe und weil ich mehr will, weil ich Anerkennung will oder sonst was, oder bringt mich das wirklich weiter im Leben? Und die meisten, wenn sie ehrlich wären und auch die kognitiven Fähigkeiten dafür haben würden, würden merken, zu 90-95%, fuck, ich mache das einfach nur für die anderen da draußen, um mir selbst mehr wert zu sein. Und dann lasst die Finger davon, das ist nicht das Richtige für euch. Dann gibt es aber welche, die machen es aus den richtigen Gründen und auch noch auf die richtige Weise. Und dann ist da nichts gegen einzuwenden. Da finde ich, sollte es selbst überlassen sein. Ich finde es auch schade, dass die Gesetzeslage das nicht anders zulässt. Wenn ich aber so manchen Spaß da draußen sehe, der das einfach so macht und das schon mit 16 und bevor er das erste Mal überhaupt weiß, was Bizeps Curls sind und es schafft, an der Latissimus-Maschine die Waden zu trainieren, dann, nun ja, kann ich die Gesetze auch wiederum verstehen. Ich hoffe, das ist beantwortet genug und wir kommen zum nächsten, Uwe Röse. Erstmal hallo. Hallo. Ich bin Anfänger und habe mit Ganzkörper angefangen, habe aber schnell gemerkt, dass die Erholungsphasen zu kurz waren. Darum trainiere ich Montag und Mittwoch einen Zweiersplit. Mache dann Freitag Ganzkörper, aber nur die Muskeln, die nicht mehr wehtun. Also manchmal alles und manchmal nur den Teil, der sich für mich erholt anfühlt. Dann 2 Tage Pause. Okay, hier steht zwar keine Frage drin, aber wahrscheinlich heißt das, was, wenn du mir das schreibst, was sage ich dazu? Und es ist auch ganz interessant, das mal zu sehen. Zum einen finde ich es toll, Uwe, dass du selbst experimentierst. Diesen Plan habe ich nicht vorgestellt und den hast du wahrscheinlich auch von wenig anderen bekommen. Du hast aber angefangen, selbst nachzudenken. Und du machst ein sogenanntes Kompensationstraining. Das heißt, du trainierst an dem 3. Tag all das, wo du merkst, das ist nicht ganz so gefordert worden beim letzten Training. Kompensationstraining kann natürlich auch ein anderes sein, denn dadurch kann es auch passieren, dass die Muskeln, die sich schneller erholen und tendenziell dadurch schneller wachsen, du jetzt auf einmal, und da sind wir bei dem ersten Nachteil, nochmal trainierst und die dann noch einen Boost bekommen. Das heißt, die Muskeln, die sowieso schon Schwierigkeiten haben, sich zu erholen, werden dann auch noch weniger trainiert und kriegen noch weniger Boost. Das ist sehr gefährlich. Wenn man das mal als Beispiel nimmt, angenommen, deine Brust erholt sich unheimlich schnell, wächst also auch sehr schnell. Die kriegt dann sogar einen zweiten Wachstumsschub hinterher und wächst wieder dann schnell nach. Während du zum Beispiel Probleme hast, deinen Latissimus gut aufzubauen. Der wächst nicht so schnell, braucht lange, um sich zu erholen und so weiter. Und dann wird er auch noch nur die Hälfte trainiert. Das heißt, du verlässt mit deiner Brust extrem das Verhältnis zum Latissimus. Und das ist ein großer Nachteil, wenn man das natürlich so macht. Da ist einfach für mich ein bisschen zu wenig Regel drin. Das ist damit schwer. Außerdem
kann man auch nie genau sagen, nur weil die Muskeln erholt sind, sind dann auch die Gelenke erholt und so weiter. Das spürt man relativ schlecht. Und wenn du die dann mal trainierst und mal nicht trainierst, dann kommt der Körper einfach durcheinander. Ich persönlich würde empfehlen, dass du dann eher auf einen Dreier-Split gehst. Also du musst dich sowieso entscheiden, ob du ein- oder zweimal die Muskeln trainierst oder du einfach wieder den ersten Tag anfängst. Das heißt, du hast einen Zweier-Split und am dritten Tag, wenn du dreimal trainieren möchtest, machst du einfach wieder Tag Nummer 1. Und dann machst du dann anschließend wieder Trainingstag Nummer 2 nach den 2 Tagen Pausen und so weiter, dass du einen Zweier-Split einfach fortführst. Sollte dafür die Regeneration auch nicht reichen, dann mach einfach einen weiteren Trainingspausentag dazwischen. Dann sollte es eigentlich klappen oder reduziere ein bisschen das Volumen in den ersten beiden Tagen, wo du den Zweier-Split trainierst. Auch dann kommst du besser damit hin. Oder steig komplett um und entscheide dich, dass du nicht 1,5 Mal die Woche den Muskel trainieren willst, sondern nur noch einmal und mach einen Dreier-Split. Dann hast du einen sauberen Abschluss und kannst dann an der nächsten Woche wieder mit beginnen. Das war übrigens meine Entscheidung. Ich habe auch gemerkt, genauso wie du, das funktioniert für einige Muskeln, für andere nicht und habe dann einfach irgendwann gesagt, nur noch einmal die Woche. Ein Dreier-Split, habe Gas gegeben, konnte mich richtig auspowern, hat richtig Spaß gemacht und später sogar auf einen Vierer-Split umgestiegen, aber nur noch einmal die Woche den Muskel kann ich dann am ehesten empfehlen. Und das scheint auch bei dir am ehesten Sinn zu machen. Deswegen würde ich dir eher das empfehlen, statt das hier zu so einem kleinen Stückwerk zu machen. Aber grundsätzlich schön, dass du schon dich durchimprovisierst und darüber nachdenkst. Einen machen wir noch, und zwar die rote Zora, die mir sogar ein bisschen am Herzen liegt hier. Sie schreibt, ich finde einen solchen Plan super. Ich trainiere an 3 Tagen Ganzkörper, wahrscheinlich ist es auf Ganzkörper-Trainingsplan bezogen, jedoch fast die gleichen Übungen nach der Fitnessfibel von Siad Roscher. Nun propagiert er ja Progression, was jedoch dazu führt, dass ich dauerhaft total erschöpft bin. Nun bin ich auf der Suche nach einer anderen Form des Ganzkörpertrainings und bin auf dein Video gestoßen. Könntest du mal ein Video mit deiner Übungsempfehlung für Frauen machen? Das wäre total cool. Liebe Rote Zora, bitte schau dir mal das Video an, weil da kommt ein Teil von meiner Antwort auch drin vor. Das Rückentraining, das ich mit der Jenny zusammen gemacht habe im 5-Star-Fitness. Komplettes Rückentraining. Irgendwo. Da wirst du es finden. Darin erkläre ich etwas zum spezifischen Frauentraining. Wenn du also nach Übungen für Frauen fragst, kann ich nur sagen, hey, es sind allgemein Übungen. Du findest einige Übungsvorschläge auf meinem Kanal und die gelten für Menschen. Nicht für Männer, nicht für Frauen, sondern für Männer und Frauen. Und für jeden, ob für Anfänger oder Fortgeschrittene. Es gibt selten dort noch eine Klassifizierung, aber vor allem Männer und Frauen, da ist es gleich. Das heißt, der Muskel wird eigentlich nur betrachtet. Und da du vom Muskelaufbau deines Körpers, die Muskulatur, wie sie nun mal verteilt ist, genauso wie bei einem Mann das Ganze hast, da gibt es nicht einen Muskel weniger oder mehr oder die Muskeln verlaufen anders oder so. Die Anatomie ist genau die gleiche. Du trainierst auch nach den gleichen Übungen und die gleichen Übungen sind auch gut für dich. Mach das aus deinem Kopf raus, dass es einen Unterschied zwischen Männern und Frauen gibt und gib Gas. Lass dich nicht einschüchtern. Du kannst genauso trainieren und vor allem die gleichen Übungen. Es gibt manchmal Unterschiede, ja, dass man Frauen tendenziell eher auf mehr Wiederholungen anstoßen und Männer auch mit auf wenigere. Aber auch das kann man trainieren. Auch das ist nicht überall gleich. Aber die Übungen sind die gleichen. Wenn ich hier überhaupt auf dem Kanal eine Brusttrainingsempfehlung gebe, dann ist das keine Brusttrainingsempfehlung, in Klammern für Männer. Dann ist das für euch alle da draußen. Also, gib Gas, Rote Zora, zeig's den Männern da draußen und trainier ganz genauso wie jeder andere auch. Die gleichen Übungen. So, das war's für heute. Diesmal sind wir bei 13 Minuten gelandet. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir jetzt nochmal ein Like da. Und natürlich auch, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, abonniert den Kanal. Aber vor allem wichtig für dieses Format, und ihr seht, es funktioniert so, schreibt mir Kommentare, haufenweise Kommentare zu dem, was ich jetzt gerade alles gesagt habe, zu anderen Videos und auch gerne zu komplett neuen Themen. Und wenn ihr die anderen Kommentare von den Leuten durchlest und auch genau das Gleiche wissen wollt, was der geschrieben hat, lasst auch für diesen Kommentar einen Daumen da und so richte ich mich danach und kann diese Videos weiterhin erstellen. Das war es jetzt erstmal von mir. Ich bin wieder raus, euer Gotti. Bis bald.